Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier fleißig dabei für einen anderen Bauern. Ich wollte mir jetzt den Namen gemerkt haben, wie er heißt, habe ich nicht. Ein Feld abzuernten mit unserer Technik. Es steht jede Menge Soja drauf. Das ist auch schon das zweite Feld, was wir mit Soja abernten und wo wir quasi heute das oder uns das Geld verdienen wollen. Beide Aufträge haben ungefähr einen Volumen von 3.300 Euro. Die Felder sind in etwa gleich groß. Das heißt, wenn wir beide Aufträge fertig haben, werden wir erstmal auf jeden Fall 6.000 Euro auf unser Konto kriegen oder 6.000 ein bisschen was. Und dazu kommt noch, dass ein bisschen Soja für uns überbleibt und je 1.000 Liter Soja kann man halt auch ungefähr mit 1.200 Einnahmen rechnen. Das heißt also, umso mehr überbleibt, desto besser wäre natürlich für uns. Das wollen wir natürlich auch hinkriegen. Aber wir können sie erst im nächsten Jahr im Juni verkaufen. Dann ist nämlich der Preis für die Soja am höchsten. So, für die Soja oder das Soja? Naja, ist ja auch egal. Irgendwas wird es schon sein. Die oder das, der, die, das. Wer nicht fragt, dumm. Kennen wir ja auch alle. So, ich habe neulich übrigens mit, da merkt man dran, dass ich alt werde, ne? Mit jemandem in einer Firma, Studentin, glaube ich, ihres Zeichens noch. Ich glaube, es ist Studentin. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, weiß ich gar nicht, ob ich schon fest angestellt ist oder Studentin. Ist auch egal, ich habe mit ihr erzählt und dann habe ich über Hallo Spencer erzählt. Kannte sie nicht. Ja, Sesamstraße ging noch, Hallo Spencer. Ich weiß gar nicht, kommt das überhaupt nicht mehr? Ja, läuft das nicht mehr? Ist das irgendwann eingestellt worden? Die Beach Boys und so? Naja. War schon ein bisschen. Naja, man merkt, man wird alt. So ist es halt. Ja, letzte Folge haben wir ein bisschen über Umwelt auch am Ende noch gesprochen und ja. Und über so einen Verein, den man da gründen konnte. Ich glaube, dass heutzutage dieses Friday for Future oder sonst irgendwas. Ich finde das gut, dass die das machen, die Jugendlichen. Dass sie darauf aufmerksam machen, dass sie eventuell in ihrem Alter oder in ihrem Leben noch miterleben, dass die Erde so warm ist, dass es vielleicht schlecht oder schlechter ist, diesen Planeten zu bewohnen. Und finde ich toll, dass es da so viele Jugendliche gibt, die sich da heute schon Gedanken drum machen. Also mir gefällt das, dass da Leute sind, die sich da heute drum Gedanken machen können oder machen, und da ist mir das auch scheißegal. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mal so einen Tag in der Schule nicht sein. Ich glaube, da verpasst man nicht so viel. Ich muss sagen, ich habe in meinem gesamten Schulleben, Grundschule und Realschule oder Sekundarschule hieß das ja, glaube ich, dann nachher, aber das ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich 10 Jahre bin ich zur Schule gegangen, kein Abitur. Merkt man vielleicht auch, aber ist egal. Habe ich einen einzigen Tag aktiv geschwänzt. Einen einzigen Tag. Und dabei habe ich mich noch schlecht gefühlt. Das muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich noch schlecht bei gefühlt. Und habe mich nicht mal zu Hause rumgetrieben. Aus Angst davor, dass meine Eltern eventuell früher nach Hause kommen und mich dann da sehen. Und dann eventuell es Stress gibt, warum ich nicht da bin. Das heißt, ich hätte nicht mal was von dem Schwänzen. Wo meine Eltern arbeiten waren, ich hätte ja erstmal, aber man weiß ja nicht, manchmal kann es auch passieren, dass die Eltern dann halt, zwischendurch mal von der Arbeit nach Hause fahren, weil haben am Ort gearbeitet. Das wäre durchaus möglich gewesen. Ne? So. Ja, einen einzigen Tag habe ich wirklich geschwänzt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Aber ja, das muss auch 8. Klasse gewesen sein. Ja, das müsste 8. Klasse gewesen sein. Einen einzigen Tag habe ich geschwänzt. Keine Ahnung, ob ich da irgendeine beschissene Arbeit schreiben musste oder so. Ich weiß nicht mehr warum. Einfach um. Ich habe nachher mit einem Kumpel dann abgehangen, ne, der auch geschwänzt hat. Vielleicht war es das, dass ich mit dem abhängen wollte. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es war jedenfalls dumm. Das muss ich sagen. Also, es war in dem Fall sogar, also Schwänzen von mir aus, ja, aber dumm, dass ich dann halt eben den Tag auch nicht so genutzt habe, dass ich gesagt habe, so, jetzt lasse ich mal die Sau raus und so, jetzt ist mal hier, ne, und mich eher gegrämt habe noch, ob der Tat. Naja. Ehrliche Haut halt.
Ist halt so. Ja, ich kann sowas nicht. Schwänzen ist für mich. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Zu pflichtbewusst. Zu deutsch. Naja. Aber ja. Also deswegen, so mal einen Tag schwänzen ist, glaube ich, gar nicht. In meiner Berufsschulzeit, da fiel es mir leicht, aber da war ich auch älter. Da wusste ich noch mit dem Tag was anzufangen. Außerdem war ich dann mit dem Auto schon unterwegs. Und glaub mir, an der Berufsschule Englisch, ne? Also ich meine, ich habe in meiner, also meine erste Ausbildung war Kfz-Mechaniker. So. Und da habe ich Englisch für Kfz-Mechaniker. Ich war sonst so, ja, in der Schule, mein Schulenglisch war gut, ne? Immer zwischen 2 und 1. Lief ganz gut eigentlich. Ich konnte es ganz gut verstehen, ich konnte es ganz gut lesen und ich konnte auch ganz gut den Text, den ich gelesen habe, der Englisch war, verstehen und dazu Fragen beantworten oder ähnliches. Ne? Also das war immer so meine, das war so eine Paradedisziplin, das fand ich sehr gut. Was gab es noch so, was, also, ne, das war es eigentlich, ne? Also das, so viel gibt es im Englischen auch nicht. Unsere Englischlehrerin war ganz cool, das muss ich noch dazu sagen, also die, das hat mir sehr gut gefallen immer mit der Lehrerin zusammen. Die war sehr chaotisch. Also das hat man immer gehört. Wenn die, also das war auch eine Lehrerin, die generell, wenn sie zur ersten Stunde, wenn man erste Stunde mit ihr hatte, wusste man, dass man die ersten 10 Minuten nicht mit ihr rechnen musste, weil sie generell zu spät kam. Also das ist auch immer auf, also das hat man immer gehört, wenn sie auf dem Parkplatz gefahren sind, die, das war so ein Schotterparkplatz, da sind die Steine immer durch die Gegend geflogen, weil sie damit mit Schwung halt drauf ist auf dem Parkplatz und dann eine Vollbremsung hinlegen musste, damit sie nicht irgendwo dann dagegen gekracht haben, da sind die Steine mal geflogen und bis an die Fensterscheiben von der Schule ran. Der Parkplatz war ein bisschen erhöht, also die Autos, sozusagen die Schnauzen von den Autos waren in Höhe Kopf vom Fenster. Also, ja, dann war mal was los. Ansonsten war sie aber ganz cool drauf, mit der konnte man echt gut erzählen und so, also war schon, hat schon Spaß gemacht. Und sie hat keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Schülern gemacht. Das ist eine Gabe oder eine Fähigkeit von Lehrern, die manchen Lehrern abgeht. Das ist etwas, was ich feststellen musste, dass Lehrer, ich meine, ich war kein schlechter Schüler, das um das jetzt mal so, ne? Wo ich Bock drauf hatte, das habe ich gern gemacht, da war ich auch gut drin, obwohl ich keinen Bock drauf hatte, das hat mich nicht interessiert. Und wenn mich was nicht interessiert, langweilt es mich und wenn mich was langweilt, habe ich da auch schlechte Leistungen drin. Ist halt einfach so. Fertig, Punkt. So bin ich halt eben. Da kriegt man auch nicht raus, das weiß ich auch. Ich weiß auch um den Mangel und ich weiß auch um welche Gefahren oder was das bedeutet in anderen Bereichen. Und dass man da auch auf Arbeit Schwierigkeiten kriegen kann, weil man bestimmte Sachen einfach dann auf die lange Bank schiebt. Wie zum Beispiel bei mir im Programmieren, wenn ich da Dokumentation schreiben muss oder meine Freigabedokumente und sowas alles machen muss, das ist alles immer so, meh, das macht keinen Spaß und deswegen wird dort, ist das halt eben alles immer so eine Sache. Dann, ne? Aber es gibt halt Lehrer, denen merkt man an, dass sie mit guten Schülern lieber zusammenarbeiten als mit schlechten Schülern. Natürlich ist das für einen Lehrer natürlich auch so eine Art und Weise, vielleicht sagen, ja, den Guten, den fördere ich, damit der richtig gut wird und den Schlechten, ja, den werde ich es eh nie beibringen können. Aber das ist so eine Selbstaufgabe, würde ich sagen, die ein Lehrer da an den Tag legt. Und ich musste das feststellen bei unserer Russischlehrerin, die war da sehr stark drin, dass schlechte Schüler halt noch schlechter wohnen und die Guten wurden gefördert. Und ich muss sagen, ich hatte zu Russisch keine Lust großartig, aber da lag, das sind so Lehrerfächer, wenn mir denn der Lehrer wenigstens noch einigermaßen, dann mache ich es dem Lehrer halt gern, na gut, okay, komm mal mit, mach es halt doch, aber wenn dann auch noch der Lehrer so eine Attitüde an den Tag legt, so die guten Schüler, ich meine Wirtschaftslehrerin zum Beispiel, ganz, ganz großes, also mit der habe ich mich auch angelegt, ne, das fand ich, die war, boah, nee. Also das ging schon in Richtung Ungerechtigkeit und ungerechte Behandlung. Und dann, das fand ich nicht gut. Deutschlehrerin 10. Klasse war sehr voreingenommen. Muss man sagen. Und das hat man aber gerade in diesen Talentfächern, ich kann Geschichten kann ich erzählen, wunderbar, läuft.
Rechtschreibung ist bei mir grauenhaft, weiß ich auch. Deswegen hatte ich immer quasi Ausdruck und Geschichte oder Story, die dahinter stand, war immer sehr gut benotet. Meine Rechtschreibung war immer eine volle. Ne? Da habe ich immer meine 6 Punkte gekriegt, zack und weg. Also nicht 6 Punkte, also nur 6 gekriegt. Also 0 Punkte. Im Abiturdeutsch. Oder im Gymnasium, Oberstufen, Punktesystem Deutsch. Und da, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das, sie war halt sehr voreingenommen daher, weil ich dadurch, weil die Lehrerin davor hat sehr häufig und sehr viel halt nur das praktische Schreiben, beziehungsweise also, ja, da gab es halt nicht die Möglichkeit, sich durch Lernen von Fachwissen, was es in Deutsch ja auch durchaus gibt, also durch Theorie lernen, konnte man da keine guten Noten verdienen und dann hat man natürlich immer durch Aufsätze, war halt meine Note versetzungsgefährdet. Muss man dann halt sagen, war halt mal ab und zu eine 5 drauf im Zeugnis. So. Die Lehrerin in der 10. Klasse nachher, also wir hatten in 9. haben fast gar kein Deutsch, weil da die Lehrerin dauerhaft krank war. Dafür haben wir sehr viel Mathe. Kam mir ganz günstig, weil Mathe konnte ich ganz gut. Aber die Lehrerin, die ich da in der 10. Klasse hatte, war sehr, sehr voreingenommen und hatte, keine Ahnung, auf irgendwelchen Wegen, die war nämlich mit der Wirtschaftslehrerin sehr eng und die Wirtschaftslehrerin habe ich in der 9. Klasse einmal also massiv angegangen, also verbal halt einfach mich mit ihr gestritten. Also jetzt nicht frech gewesen, nicht beleidigend gewesen, nichts, ne? Einfach nur dann halt eben einfach meinen Standpunkt und mich ungerecht behandelt gefühlt und wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann werde ich bekämpflich und halt mit allen Mitteln und wenn ich dann merke, dass andere noch ungerecht behandelt werden, dann umso mehr und da bin ich da halt eben sehr, sehr energisch und das gefiel ihr natürlich nicht, dass sie da wieder Worte kriegt von dem damals 14, 15-Jährigen. Das fand sie in ihrer Ehe gekränkt. Sie hat mir ins Gesicht gesagt, ist mir scheißegal, was du machst, aus dir wird sowieso nie was. Das hat sie wortwörtlich ins Gesicht gesagt. Und das als Lehrer, für jemanden, der gerade in der Phase ist, rauszufinden, was will er in seinem Leben machen, also 9. Klasse, keine Ahnung, das geht nicht. Also man kann ja sicherlich mal sagen, ja komm, ey, da bist du jetzt wieder zu genauso. Also wenn ich jetzt Lehrer wäre und mich würde ein Schüler anmachen, weil ich ungerecht behandelt hätte oder weil er mit der Benotung nicht zufrieden ist oder irgendwas, ne? Dann hätte ich gesagt, okay, lass uns das auseinandernehmen, fertig aus und so, aber da schießt du das Ziel hinaus, die Benotung ist gerechtfertigt durch und dann wird das erklärt und dann ist es gut. Ne? Der Lehrer dafür wird ja schon seine Noten erklären, aber wenn er dann wirklich einmal sagt, ist mir scheißegal, was du machst, das Ziel ist, ne? Das fand ich schon sehr hart. Ja. Wie gesagt, also da keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich selbst persönlich bin schlechter Lehrer, das weiß ich auch, weil ich setze Dinge voraus, wenn ich einmal was erklärt habe, dann muss der Gegenüber das wissen und dann muss es gefressen haben, kommen Rückfragen, könnte sein, dass ich schon genervt reagiere. Aber denn, deswegen bin ich nicht Lehrer geworden, weil ich das weiß und um der Gefahr hin, dass ich dann ein schlechter Lehrer werde, dann lasse ich es wieder ganz sein. Und war sonst, oh, Lehrer, na gut, hätte ich Abitur machen müssen, oder ein Studium, naja. Egal. Aber keine Ahnung, also ich möchte auch nicht ausbilden, also so unbedingt. Ich kann das mal einen Tag lang zum Praktikanten da bespaßen mit irgendwas, das geht, aber sonst gut. Naja. Ja, schon fast, schon wieder vollkommen vom Thema abgekommen, ne? Aber wie gesagt, das war so eine Lehrerin, die sehr viele Unterschiede gemacht hat. Es gab in meiner Grundschule gab es eine Lehrerin, die war auf einem ganz alten Schlag, die hat noch vom Stand der Eltern die Richtigkeit der Antworten abhängig gemacht. Und ja, wirklich. Also das war eine sehr alte Lehrerin und waren die Eltern halt im gehobenen Stand unterwegs, dann haben die Kinder bessere Noten gekriegt als aus Kinder. Das wurde ihr dann auch nachgewiesen oder konnte man ihr auch nachweisen. Man muss dazu sagen, das war natürlich Ende der 80er Jahre, war noch DDR und ähnliches. Und eigentlich dachte man, man hätte den Standesdünkel dorthin abgelassen und das Junkertum abgeschafft. Wie das mal immer so schön gesagt wurde, aber nein.
Das war halt eine, die hat Lehrerin noch gelernt. War damals, wie alt war die denn? Die war schon Anfang 60. So, wenn die da Anfang 60 war, in den 80er Jahren, dann ist sie in 20 Jahren geboren. Oh. Ne? Also die hat ihr Lehrerstudium angefangen wahrscheinlich, da haben wir noch ein Reich. Ein gutes, aber ein Reich. Naja. Also von daher. Das war ganz bitter, ja. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie, aber also ein Kumpel von mir hat es hart erwischt. Der war halt in Flüchtlingskind, also Kind von Flüchtlingen und also nicht selber geflüchtet, er schon selber. Aber alles solche Sachen, das war hart. Er hat es wirklich sehr hart und sehr schwer gehabt mit ihr. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch von ihm einiges gelernt, was es heißt, sich selbst zu verteidigen. Und also sich selbst so weit zu verteidigen, dass man da dann... Naja, das erste wurde abgeschlossen. Jetzt könnte ich theoretisch den Auftrag abschließen und hätte das ganze Zeug für mich. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das will. 72? Ist ja eh abgeschlossen. Egal. So. Naja, gut. Ah, das ist schon ganz wild und ganz lange, lange her. Muss man ja auch sagen. Da haben wir. Sehr, sehr lange her ist das. So, sehr schön. Achso. Umsteigen. Naja. Ich weiß gar nicht, ob. Ich meine, der durchschnittliche Zuschauer hier ist ja doch auch wahrscheinlich ein bisschen älter oder auch so in meinem Alter unterwegs, weiß ich nicht. Was ihr so für Erfahrungen mit Lehrern oder in der Schule gemacht habt oder ob es auch Lehrer gab, die quasi Unterschiede gemacht haben zwischen den einzelnen Schülern, ob es jetzt so vom Stand her, vom Reichtum her, vom Aussehen her, vom Geschlecht her, das gibt's auch. Ne, das sind. Das hat man sehr häufig, gibt es immer so in der Oberstufe den einen Lehrer, wo die Mädels deutlich bessere Noten kriegen als die Jungs, beziehungsweise ein bestimmtes Mädel dann bessere Noten kriegt, wo es dann meistens auch in der Schule ein offenes Geheimnis ist, warum das so ist. Keine Ahnung, also wenn ihr sowas erlebt habt, ja, wäre natürlich sehr schade, aber gut, wenn ihr auf der Seite standet, wo ihr natürlich die besseren Noten gekriegt habt, ich glaube, dann merken das gar nicht so, dass ob man da bevorzugt behandelt wird. Also ich denke mal, auch einige Mädels in der Schule oder in der Oberstufe merken das nicht unbedingt, dass sie vielleicht vom Lehrer bevorzugt behandelt werden. Ich muss sagen, ich wüsste nicht, ob ich das nicht auch machen würde. Ich denn der einer irgendwie den von der Optik her, das weiß ich nicht. Also nur von der Optik her jetzt, nicht, dass man da irgendwelche irgendwelche Beziehungen eingeht oder sowas. Soll es ja auch geben zwischen Lehrer und Schülerin. Also das ist ja durchaus auch ein probates Mittel, ein Abitur zu bekommen, habe ich mal irgendwo gehört. Nein. Aber ja. Ich finde es schade dass es halt eben so ist, aber es sind halt Menschen. Also man muss es dann auch wieder so sehen. Es sind halt Menschen und Menschen sind selten so objektiv, wie sie es gerne sein wollen. Ja, also die Objektivität geht vielen ab in bestimmten Bereichen und an bestimmten Tagen oder bestimmten Situationen, wo man da einfach sagt, so ja, nee, das kann ich gar nicht so objektiv betrachten, wie ich es gerne betrachten wollen würde, weil man befangen ist, weil man Sympathien hegt. Und ähnliches. Ne? Also es ist ja auch so, manche Menschen sind ja von Haus aus sympathisch und manche Menschen kann man von Haus aus in das Feld gucken. Und habe ich auch einen Kollegen. Der Kollege, der kann nichts dafür, aber ich kann ihn einfach nicht leiden. Das ist einfach so. Und ich weiß nicht, woran es liegt.
Also er ist wahrscheinlich einen ganz netten Patentenkerl und so, ne? Mit dem kann man sicherlich sehr gut sich unterhalten, sonst hörst du. Weil ich komme mit. Ich, nee. Das ist wirklich, also das finde ich, ja, ja finde ich nicht gut, muss ich sagen. Finde ich wirklich nicht gut, dass es so ist. Weil ich kann mir das nicht. Ich mag das halt nicht, ne? An mir. So diese. Das so, so generell sagen, so, nee, mit dem nicht. Quatsch. Aber ich kann ja nichts an die Hotel gucken. Das funktioniert nicht. Das ist halt. Ja. Und das sind halt so auch die Momente, ne? Wenn du dann Lehrer bist oder so, und du hast einen Schüler, den du nicht aufs Feld gucken kannst, weil er dir irgendwie, keine Ahnung, suspekt vorkommt, komisch vorkommt, irgendwas anderes. Ja, dann. Da wird es halt auch schwierig mit der objektiven Bewertung seiner Arbeit. Ist einfach so, ne? Naja. Gudi, wir fahren jetzt noch verkaufen. Beziehungsweise das hier wegbringen. Also verkaufen werde ich es ja nicht, sonst würde ich einlagern den Rest. Aber wir werden ja auf jeden Fall die Aufträge noch beenden heute. Da machen wir nochmal einen kurzen Ritt hin. Und dann gucken wir, vielleicht haben wir noch einen Auftrag. Vielleicht haben wir noch einen Soja-Auftrag. Oder einen Mais-Auftrag. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Solange ich Aufträge machen kann, werde ich jetzt diesen Monat hier Aufträge machen. Vorwiegend Ernteaufträge natürlich. Wenn ich jetzt noch einen Gras- oder Wiesenauftrag dazu kriegen würde, fände ich es natürlich auch noch ganz toll. Ich glaube, im November geht auch noch mal ein Wiesenauftrag. Da könnte ich noch einen kriegen. Die bringen immer richtig Schotter, ne? Also wenn man da das ist wirklich. Da verdient sich dumm und dusselig, ne? Also ich habe jetzt hier mit dem Zeitaufwand von 3 Folgen ungefähr, also weniger als die Hälfte Einnahmen. Als durch die 3 Folgen, die ich den Wiesenauftrag da irgendwann gemacht habe, ne? Wo ich die 3 Felder mit Wiesen dort oben fertig gemacht habe. Das hat 3 Folgen gedauert und ja, war alles cool, aber hier jetzt auch 3 Folgen gedauert. Und ich habe 2 Aufträge mit nur halb so hohem Wert, wie dort ein Auftrag war. Dann habe ich 3 Aufträge. Ne? Das ist schon. Ja, ein Drittel der Einnahmen, ne? Ungefähr. In der gleichen Zeit. Muss man einfach sehen, das lohnt sich denn mehr, ne? Aber hier so ich würde so gerne dieses Maisfeld ernten. Das, von mir ist auch das hier erstmal, um zu gucken, wie lange es dauert und wie viel Spaß man damit hat. Weil wenn ich jetzt Körnermais mache, da fällt ja ordentlich was ab dort. Da ist ja der Anhänger Rubikatz voll. Aber gefallen wird es mir trotzdem. Kann ich natürlich nicht mit eigenen Maschinen machen, Körnermais. Okay, ich bitte jetzt ein bisschen. Schon um 12. Mann, Mann, Mann. Ich wollte heute so viel machen. Oh, lange schlafen. Machst du nichts. Ist halt so. Gut. Guck mal, wie viel überbleiben jetzt von den 15.000. Ich denke mal, dass ich noch so gute 10.000 wegkippen muss. Oh, das ist so viel. 5.000 will ich überhalten. Das wäre schon cool, weil dann hätten wir noch so ungefähr 6.000 extra. Unsere Kasse. Oder so, er geht auch in Schweinehofstall rein, ne? Futter. Ja, das wollen wir nicht hin. Machen wir denn, wenn wir das an ein Stück Feld haben? Dann gucken wir nochmal, dass wir dann die Stelle quasi. Dann würde ich ganz gerne eigentlich die Stelle umbauen, dass die da hinten in der Ecke stehen, wo jetzt da der Wald ist. Die Bäume da wegmachen und sowas. Und dann die Stelle halt quasi. Neben diesem, weiß ich nicht, was das für ein Werk ist, was da oben bei uns in der Ecke ist. Ob das so ein E-Werk ist oder ein Heizkraftwerk oder irgendwas war das da drin, ne? Wo ich Strom verkauft habe. So, dann wollen wir mal. Dann müssen wir schnell drücken, wenn da oben Geld in die Kasse läuft, beziehungsweise. So, wir haben noch über 5.124 und haben gute 200 schon extra verkauft. Aber ist egal, 5.000 über ist okay, das sind dann noch, da kriegen wir uns 6.000 zusammen. Alles klar, dann gucken wir doch mal in den Aufträgen nach. Aufträge, Ernten, Ernten, fertig. Hier sind zweimal Ernten, das ist eine Mal ist Mais. Sehr schön, wird zwar nicht viel Geld bringen. Und das andere Mal ist nochmal Sojabohnen.
Auf Feld 44, 0,81 Hektar. Zum Farmers Market muss ich das bringen. Da stehe ich doch gerade. Wo ist Feld 44? Das muss man kurz mal angucken. Müsste doch hier auch hier irgendwo in der Ecke sein. Da ist Feld 44. Da muss man mit dem Mähdrescher hinfahren. Dann komme ich von da wieder angefahren. Und das, was ich hier ein abmähe, das ist instant meins. So, und welches Feld ist die Maisernte gewesen? Feld 40. Das ist das Kleine, ne? Gesagt habe ich, wo ich dran vorbeigefahren bin. Das hier. Ja. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal das Soja. Feld kippen ab. Das bringt nicht viel, ne? Aber ist egal. So. Jetzt ist die große Frage, ob ich da 2000 runterkriege, ne? 2000 Liter von dem Feld. Dann kommen wir jetzt zu Feld 40. Oder 44. Wenn ich jetzt keine 2000 Liter runterkriege, dann haben wir natürlich Milchmilch jetzt in Rechnung gemacht. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr 2000 Liter runterkriege dort. Dass ich dann 6000 über habe am Ende. Naja, gut. Ist egal. Aber wir haben einen Auftrag mehr erledigt. Ein Auftrag erledigen bringt ja auch ein bisschen was. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.